Deutsche Rentenversicherung Bund verweigert trotz rechtzeitigem Antrag die Bewilligung einer vollen Altersrente. Mein Name ist Peter Knüppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wirklich ein Stück aus dem Tollhaus, was wir hier erleben mit der Deutschen Rentenversicherung Bund. Wir sind im Jahr 2022 durch einen Mandanten beauftragt worden, unter anderem zum 1.2.2023 für ihn aus der laufenden Altersteilrente die volle Altersrente zu beantragen. Hintergrund ist, unser Mandant erreicht zum 1. Februar 2023 die Regelaltersgrenze. Gesagt, getan. Wir haben dann am 26. Juli 2022 rein vorsorglich bei der Deutschen Rentenversicherung Bund einen Antrag auf Bewilligung der Altersteilrente als Vollrente zum 1.2.2023 gestellt und haben das, da wir ja unsere liebe Deutsche Rentenversicherung Bund sehr gut kennen, vorsorglich mit Fax gemacht und haben auch einen Fax-Sendebericht dazu. Im Rahmen des bestehenden Auftrags haben wir dann am 1.8.2022, ein paar Tage später also sozusagen, noch einen weiteren Antrag gestellt. Es ging um einen Zuschuss zur Krankenversicherung und haben in diesem Schreiben auch nochmal auf den Vollrentenantrag zum 1.2.2023 hingewiesen. Und Sie werden es nicht glauben, es rührte sich nichts. Die Deutsche Rentenversicherung hat uns weder eine Eingangsbestätigung des gestellten Antrags zugesandt, noch hat sie sich überhaupt auf die Sache eingelassen. Am 29.12.2022, nach mehrfachen Rückrufen auch unseres Mandanten bei uns, was denn nun los ist, haben wir eine Sachstandsanfrage gestellt und haben höflich nachgefragt, liebe Leute von der Deutschen Rentenversicherung, was ist denn nun mit dem gestellten Antrag? Auch da passierte nichts. Der Jahreswechsel kam, wir haben gewartet, der 1.2. ging rum, unser Mandant rief uns an und fragte, was ist denn los? Die haben mir wieder nur die Teilrente gezahlt. Daraufhin haben wir dann am 1.3.2023 eine Dienstaufsichtsbeschwerde gemacht und haben uns beim Dienstherrn der Deutschen Rentenversicherung darüber beschwert, dass dem Antrag nicht stattgegeben wurde. Wir haben diesen Antrag mit heutigem Datum, 9.3.2023, vor gut 7 Monaten gestellt, meine Damen und Herren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Am 2. März diesen Jahres, also einen Tag, nachdem wir die Dienstaufsichtsbeschwerde gestellt haben, bekommt unser Mandant eine Neuberechnung seiner monatlichen Teilrente, weil sich die Krankenversicherungsbeiträge geändert haben. Da ist meinem Mandanten praktisch der Zacken aus der Krone gefallen. Uns natürlich auch. Gegen diesen Bescheid haben wir umgehend Widerspruch eingelegt und haben der Deutschen Rentenversicherung eine Frist gesetzt, bis zum 31. März diesen Jahres endlich den Vollrentenbescheid zu bewilligen. Wir haben diesen Widerspruch auch begründet und haben letzten Endes auch reingeschrieben, es ist ein völlig unnötiger Widerspruch, ein völlig unnötiges Widerspruchsverfahren jetzt hier läuft und dass das zu Kosten der Versichertengemeinschaft geht, denn die Deutsche Rentenversicherung wird die Kosten des Widerspruchsverfahrens und damit auch die Kosten, die anwaltlichen Kosten in Höhe von 452,20 Euro zu tragen haben. Wir haben selbstverständlich im Widerspruchsverfahren sämtliche Nachweise für die gestellten Anträge der Deutschen Rentenversicherung nochmal zugesandt. Aber meine Damen und Herren, das ist gar nicht der Kern des Problems. Der Kern des Problems ist, dass die Deutsche Rentenversicherung sich schlicht und ergreifend 7 Monate Zeit lässt auf Kosten unseres Mandanten. Unser Mandant steht jetzt seit dem 1.2. mit einer Monatsteilrente von gut 200 Euro da, obwohl ihm über 2000 Euro Rentenleistung zustehen würde. Meine Damen und Herren, das ist ein unerträglicher Zustand, was hier die Deutsche Rentenversicherung mit meinem Mandanten anstellt. Und deshalb kann ich nur sagen, wenn die Deutsche Rentenversicherung Bund dieses Spiel so weiterspielen möchte, werden wir am 1. April, und das ist kein Scherz, meine Damen und Herren, dann eine entsprechende Klage vor dem Sozialgericht einreichen und wir werden beim Bundesamt für Soziales auch eine entsprechende Beschwerde einreichen, sodass wir hier also letzten Endes die Rechte unseres Mandanten gewahrt sehen wollen.
Es ist schlicht und ergreifend ein unerträglicher Zustand, dass die Deutsche Rentenversicherung Bund mit Sitz in Berlin so mit ihren Kunden umgeht. Und im Übrigen, meine Damen und Herren, es ist kein Einzelfall, was aus dieser speziellen Behörde mit vielen Menschen hier in Deutschland gemacht wird. Meine Damen und Herren, ich kann nur hoffen, dass einige Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung Bund dieses Video sehen und dass man dort vielleicht mal in sich geht und mal sich die Frage stellt, was Sie denn machen würden, wenn Ihr Dienstherr Ihre monatlichen Bezüge nicht rechtzeitig auszahlen würde. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.